zunehmend in Verbindung mit Muskelaufbau. Hey, ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast, dass du auf dieses Video draufgeklickt hast und dass ich dich hier begrüßen darf. Mein Name ist Philipp Baum, vielleicht kennst du mich schon, vielleicht hast du schon mal meinen Blog gesehen oder ähnliches. Heute sprechen wir auf jeden Fall über das Thema zunehmend in Verbindung mit dem Muskelaufbau. Ich werde dir sagen, warum es vielleicht gut ist, warum es vielleicht schlecht ist und was ich dir da so für Empfehlungen mit auf den Weg geben möchte. Vielleicht kurz vorweg, wie in fast jedem meiner Videos, findest du am Ende des Videos noch einen coolen Download, natürlich kostenlos, der dir beim Zunehmen in jedem Fall helfen wird. Dazu kommen wir aber später nochmal, jetzt fangen wir erstmal direkt mit dem Thema an. Muskelaufbau in Verbindung mit Zunehmen. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn es wird meistens unterschätzt. Wenn du zunimmst, wenn du den Dreh raus hast, wie das ganze Thema Zunehmen funktioniert, dann ist es super. Dann nimmst du zu und du wirst schwerer und dein Körper muss mehr mit sich herumtragen. Das macht vielleicht für den einen Sinn, für den anderen nicht so viel Sinn. Es ist aber so, dass dein Körper dann natürlich stärker belastet wird. Deine Gelenke werden härter belastet. Wenn du dann Muskelaufbau betreibst, quasi deinen Körper stärkst mit dem neuen Gewicht, natürlich ist es dann viel gesünder, als es nicht zu tun. Du unterstützt quasi deinen Körper, indem du deine Muskeln ein bisschen stärkst. Und so hat dein Körper weniger Anstrengungen, dein neues Körpergewicht mit sich zu tragen. Der zweite positive Punkt im Bereich Muskelaufbau und Zunehmen ist, dass du, wenn du Muskeln aufbauen willst, natürlich zum Sport musst. Du musst natürlich Sport betreiben, du musst natürlich Kraftsport betreiben oder Muskelaufbau betreiben, wie auch immer. Und du musst auf jeden Fall dich bewegen und du musst deine Muskeln anspannen und so weiter. Und dieser Prozess, den du danach hast, dass du Appetit verspürst, hilft uns natürlich beim Zunehmen. Du merkst, worauf ich hinaus will, du treibst Sport und danach hat man meistens Hunger, zumindest Durst, aber eigentlich auch Hunger, denn die Glykogenspeicher des Körpers sind natürlich dann irgendwann leer. Also die Speicher der Energie sind irgendwann leer und der Körper möchte sie wieder füllen. Und dadurch bekommen wir ein Hungergefühl, was dir in jedem Fall helfen wird. Denn es gibt da draußen viele Leute, die beklagen oder die klagen darüber, dass sie wenig Appetit verspüren. Die klagen darüber, dass sie wenig Hunger haben. Und dadurch kann man natürlich dem ganzen Thema so ein bisschen entgegenwirken. Du treibst Sport und danach musst du essen, weil du Hunger hast. Perfekt schon mal. So, vielleicht wichtig zu wissen ist, ich weiß nicht, wie weit du in dem Thema fortgeschritten bist oder ob du noch totaler Anfänger bist. Ich denke, viele auf meinem Kanal werden sich mit dem Thema Fitness oder Muskelaufbau noch nicht so weit auseinandergesetzt haben. Deswegen erstmal ganz grundlegend, was muss getan werden, um Muskeln aufzubauen? Um zuzunehmen, haben wir ja schon gelernt, musst du natürlich mehr Energie zuführen, als du verbrennst. Das ist mit dem Muskelaufbau natürlich genauso, denn du legst ja auch an Muskeln zu. Und wichtig zu wissen ist, dass du deinem Körper die richtigen Bausteine zur Verfügung stellen musst. Die richtigen Bausteine für den Muskelaufbau sind unter anderem Aminosäuren oder, um es einfach zu sagen, Proteine oder Eiweiße. Viel einfacher, Eiweiße. Du musst deinem Körper genügend Eiweiße zuführen, damit dein Körper Muskelzellen aufbauen kann, beziehungsweise Muskelzellen regenerieren kann, damit er Zellaufbau oder Zellregeneration betreiben kann. Wie viel Eiweiß braucht man da so? Man spricht im Schnitt von einem, der nicht viel Sport treibt, zwischen 0,8 und 1,2 Gramm Eiweiß pro Körperkilogramm Gewicht am Tag. Und für Menschen, die jetzt Muskelaufbau betreiben, die oft im Fitnessstudio sind, da kann man schon mal so 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag konsumieren. Das ist natürlich nur ein Richtwert. Jeder Körper ist da verschieden und jeder Körper funktioniert auch irgendwie anders. Und du musst für dich selber irgendwann so ein bisschen herauskriegen, was denn da so die ideale Menge ist. Das waren so Anhaltspunkte, daran kannst du dich so ein bisschen orientieren. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Sport an sich. Ich empfehle jedem Anfänger, mit Grundübungen anzufangen. Und damit meine ich viel weniger die Grundübungen an Kurzhanteln und Langhanteln und viel schweres Gewicht. Geh hin und geh ins Studio oder am besten gehst du ins Studio, denn wenn du was zu Hause machst, kannst du viel falsch machen. Am besten, du meldest dich in irgendeinem Studio an, vielleicht sogar in einem Discounter, dann kannst du Geld sparen und dann musst du aber auf die Trainer zugehen und dann kannst du den Trainer fragen, hey, was soll ich machen? Der kann dir die Übungen zeigen. Und dann bleibst du erstmal bei Maschinen. Du bleibst bei so einem Butterfly-Gerät, um die Brust zu trainieren. Für den Rücken gibt es da genug Übungen, was zum Ziehen. Und da lernst du erstmal die Bewegungsabläufe, damit du deinen Körper nicht kaputt machst. Wichtig ist, dass du erstmal bei den Grundübungen bleibst und nicht direkt in schweres Kurzhanteltraining einsteigst. Das ist ein Tipp von mir an dieser Stelle. Jetzt zum Schluss des Videos, um es nicht allzu lange in die Länge zu treiben oder zu ziehen, möchte ich mal kurz auf den Anfang zurückkommen. Und zwar habe ich dir versprochen, dass ich dir was schenken möchte. Ich habe die besten Zunehmtipps zusammengefasst.
in eine große PDF-Datei. Es sind 13 Seiten voll geworden. Es sind, glaube ich, 28 Tipps. Ich hatte sie eben noch mal kurz in der Hand. Und da findest du auf jeden Fall ein paar Tipps, die du noch nicht kennst und die dir auf jeden Fall weiterhelfen beim Zunehmen. Und alles, was du machen musst, um dir diese Tipps jetzt herunterzuladen, ist unterhalb des Videos auf den ersten Link zu klicken, beziehungsweise wenn du schon auf meinem Blog bist und dieses Video irgendwo in meinem Blog eingeblendet siehst, dann klick einfach unterhalb des Videos auf den Button oder auf den Link und dann kannst du dir diese Tipps kostenlos herunterladen. So, ich hoffe, dass ich dir geholfen habe mit diesem Video. Ich hoffe, dass du was lernen konntest. Ich freue mich, dich gleich in den Tipps oder bei den Tipps begrüßen zu dürfen. Wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, findest du auch diese irgendwo unterhalb des Videos verlinkt oder auf meinem Blog dann verlinkt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und den Weg zu mehr Körpergewicht zusammengehen. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.